Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema von der Befruchtung zur Implantation, also zur Einnistung. Wie das mit der Befruchtung funktioniert, erkläre ich heute nicht, das müsstet ihr eigentlich wissen. Aber wie es genau funktioniert auf biochemischer Ebene, das erkläre ich euch heute in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ich möchte das Video grob unterteilen in drei Abschnitte: Befruchtung, Präimplantation, also Implantation ist die Einnistung und Prä heißt immer vor, also was passiert eigentlich genau vor der Einnistung, und dann in die Implantationsphase, also dann, wenn es zur Einnistung geht. Dabei werde ich wieder ein bisschen an meinen Zeichenkünsten üben, also wie immer, seht es mir nach, ich bin nicht der beste Zeichner, aber es soll ja auch nur einigermaßen verständlich sein. Zur Befruchtung an sich, da denke ich, da wisst ihr ganz gut Bescheid, ansonsten gibt es da bestimmt auch andere YouTube-Videos zu, das erkläre ich nicht, aber ich erkläre heute mal so ein bisschen, wie das dann auf dieser mikroskopischen Ebene funktioniert. Nehmen wir jetzt mal an, der Mann ist zum Höhepunkt gekommen, dann hat er sage und schreibe 200 bis 600 Millionen Spermien in die Scheide befördert. Also das als Otto-Normal-Sperma. Es gibt natürlich Männer, die haben ein bisschen weniger und Männer, die haben ein bisschen mehr, aber so im Schnitt sind das 200 bis 600 Millionen. Im Gegensatz dazu muss man sich mal überlegen, die Frau hat eine bis maximal zwei Eizellen, die pro Zyklus springen. Dabei sagt man doch eigentlich den Frauen nach, dass sie verschwenderisch sind. Naja, diesmal sind es wir Männer, denn von diesen 200 bis 600 Millionen Spermien sterben die meisten tatsächlich schon in der Scheide ab. Aber ganz nach dem Motto, nur die Harten kommen im Garten, was der Rest macht, der überlebt, ist schon der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommen wieder meine Zeichenkünste zum Tragen. Erstmal, was haben wir hier vor uns? Das ist quasi ein Längsschnitt, einmal von oben nach unten durch so eine Gebärmutter durchgeschnitten. Und wir gucken jetzt quasi darauf. Alles, was hier unten ist, unter diesem kleinen Knubbel dort, das ist Scheide. Und hier sind dann auch die ganzen Spermien drin, das zeichne ich gleich an. Also dieses Ganze ist noch Scheide, das hat eine andere Schleimhaut, das sieht man hier so ein bisschen angedeutet. Das hier ist die Gebärmutter. Und hier wird sich dann irgendwann etwas einpflanzen, wenn alles geklappt hat. Dann haben Frauen zwei an der Zahl, einmal ein Eileiter und nochmal ein Eileiter. Das sind quasi die Eileiter, die die Eizelle befördern zur Gebärmutter. Das sehen wir auch gleich noch. Und hier sind die Eierstöcke, die die Eizellen produzieren. Und da springt dann auch die Eizelle. Da hat man dann den Eisprung. So, jetzt aber mal zurück. Genug Anatomie. Da kann ich nochmal ein eigenes Video zu machen. Wir schauen uns jetzt mal an, was mit den ganzen Spermien, ich male jetzt nicht 200 bis 600 Millionen hier rein, wenn es euch beliebt, sondern nur so ein paar, im hinteren Scheidengewölbe sind die also jetzt. Die sind hier angelangt und davon sterben jetzt, wie ich gesagt habe, die allermeisten ab. Nur die besten Spermien überleben, das ist auch Evolution und auch logisch, dass nur das gute DNA-Stück oder die gute DNA überlebt, und die wandern dann. Diesen Mechanismus, wie die da überhaupt hochkommen, beziehungsweise wie die den Weg finden, der ist bis heute noch relativ ungeklärt. Man hatte schon Geruchsstoffe, man hatte schon irgendwelche elektrischen Impulse als Vermutung, aber so richtig weiß man es noch gar nicht, wie finden diese Spermien eigentlich in die richtige Richtung. Jedenfalls tun sie es aber, denn sonst würde es uns nicht mehr geben. Wandern also hier jetzt hoch, dann sind sie in der Gebärmutter und jetzt zweigen sie ab, entweder rechts oder links. Die einen haben Glück, denn da ist wahrscheinlich die Eizelle gesprungen, die anderen haben Pech und die gehen dann leer aus. Wir sagen jetzt einfach mal, hier wäre der Eisprung gewesen und diese Eizelle wandert natürlich auch hier dem Eileiter oder den Spermien quasi entgegen, und die Befruchtung an sich findet dann, ja, hier so in diesem Teil statt. Aber auf diesem Weg dahin machen diese Spermien, die übrig geblieben sind, eine wahnsinnige Entwicklung durch. Die werden quasi, kriegen Upgrade. Also die sind am Anfang noch relativ reaktionsfaul, die wollten gar nicht reagieren, und durch den Weg nach oben werden die immer aktiver. Da passieren ganz viele chemische Prozesse, darauf gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass die hier unten noch gar nicht so viel bewirken könnten. Da sind die noch gar nicht bereit dafür, sich mit der Eizelle zu verbinden. Das passiert tatsächlich auf dem Weg nach hier oben zur Eizelle hin. Und wenn die beiden dann aufeinander stoßen, dann passiert nochmal eine Reaktion in dem Spermium, in dem Kopf von dem Spermium, damit das überhaupt verschmelzen kann. So eine Eizelle ist ja quasi wirklich, wie man sich auch so ein Ei vielleicht vorstellt, relativ abgeschottet durch alles. Und da muss jetzt ein Spermium durch. Und dieser Weg dahin, der beinhaltet auch wieder ganz viele chemische Prozesse, dass das überhaupt funktionieren kann. Und vor allen Dingen, jetzt kommt ja auch der Clou, wenn ein Spermium durch ist, muss es auch ein Signal geben für die anderen Spermien, Stoppschild, jetzt geht hier nichts mehr rein und raus, weil jetzt ist ein Spermium drin, das hat es geschafft, und der Rest muss draußen bleiben, sonst hätten wir ja da ganz, ganz viele DNA, die da zusammenhängt und die sich vielleicht verbinden könnte, und dann gäbe es irgendwelche Abbrüche. Deswegen, nur ein Spermium kommt rein,
Dann gibt es ein Schutzschild quasi, dass die anderen draußen bleiben müssen. Wie lange dauert jetzt eigentlich der Weg von der Scheide von unten bis hoch zum Eileiter zur Eizelle? Das sind 24 Stunden ungefähr. Also das sagt man immer in etwa. Und hier kommt auch der Clou beim Kinderwunsch. Eine Eizelle kann maximal 24 Stunden befruchtet werden. Deswegen sagt man auch, man soll 2 Tage vor dem errechneten Eisprung bis 1 Tag danach am besten Geschlechtsverkehr haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, schwanger zu werden. Spermien hingegen, das habe ich schon mal in einem eigenen Video erzählt, können 48 Stunden und sogar auch länger überleben. Das heißt, die sind nicht der limitierende Faktor. Der limitierende Faktor ist tatsächlich die Eizelle. Die müssen sich also genau hier oben, wo wir es eingezeichnet haben, nach 24 Stunden ungefähr treffen und sich befruchten, die DNA verschmelzen und zu einer befruchteten Eizelle werden. Jetzt haben wir also ein Spermium und eine Eizelle, die haben sich verbunden, die DNA hat sich verbunden. Das Ganze nennt man Befruchtung. Jetzt kommen wir zu einer anderen Phase, nämlich zur Präimplantationsphase. Präimplantation, ich habe es vorhin schon erwähnt, also die Implantation ist die Einnistung auf gut Deutsch. Prä heißt immer vorher und deswegen ist das der Bereich vor der Einnistung, denn da passiert auch so einiges. Wir haben jetzt also eine befruchtete Eizelle. Ich male sie einfach mal hier hin, ist jetzt nicht besonders hübsch. Und die muss jetzt irgendwie den Weg finden von dort hier irgendwo hin, wo die Schleimhaut schön aufgebaut ist, alles bereit, das Nest ist gemacht und da muss sie jetzt irgendwie hin. Und wie lange dauert sowas eigentlich? Zum einen passiert auf dem Weg dorthin schon so einiges, denn diese Verschmelzung dieser beiden DNA, also von dem Spermium und der Eizelle, diese Zelle beginnt sich jetzt zu teilen. Die teilt sich einmal, dann werden daraus 2, das ist ein Zweizellstadium, dann teilen sich beide nochmal, dann werden da 4 raus, dann teilen sich alle 4 nochmal, werden 8 raus, dann 16 und so weiter und so fort. Ab dem 16. Zellstadium heißt das Ganze übrigens auch Morula. Vielleicht so als Information für Studenten da draußen. Morula, da hat das Kind also zum ersten Mal einen Namen. Das ist, wenn das 16. Zellstadium erreicht ist. Der Weg von hier bis zum 16. Zellstadium dauert ungefähr 4 Tage. Dann ist diese Morula, also diese 16 Zeller, ungefähr dort angelangt. Also kurz vor der Implantation. Sobald sich jetzt das Ganze anfängt zu implantieren, also einzunisten, nennt man es Blastozyste. Dieser ist jetzt nicht mehr der schönste Name, deswegen sollte man vielleicht davon absehen, dieses Kind nach einem Vorzellstadium zu nennen. Aber das Ganze würde dann Blastozyste heißen. Und jetzt beginnt wirklich ein, das war ja schon ein unglaublicher Prozess, aber jetzt beginnt auch nochmal ein unfassbarer Prozess. Denn jetzt beginnt das Ganze sich auch zu differenzieren. Man muss irgendwie sich eine Mittellinie durch diesen 16-Zeller denken und die eine Hälfte wird zum Mutterkuchen, zur Plazenta, zum kindlichen Teil der Plazenta und die andere Hälfte wird zum Embryo an sich. Also da passieren jetzt schon die ersten Differenzierungsprozesse. Was wird denn eigentlich Mutterkuchen, was wird eigentlich Kind? Und das passiert alles wie Gott gewollt, einfach automatisch. Ich finde das immer wieder sehr faszinierend. Diese Präimplantationsphase dauert so ungefähr 2 bis 6 Tage. Man sagt aber immer, dass man nach 4 Tagen ungefähr diese Blastozyste da kurz vor der Einnistung hat und immer so grob nach einer Woche beginnt dann die Implantation. Wenn man sich jetzt nochmal zurück überlegt zu dem Video, was ich schon gedreht habe, zum Zyklus, da sieht man auch ganz genau diese 14 Tage nach dem Eisprung. Da kann man ungefähr ausrechnen, wo wir jetzt hier sind. Dieses Progesteron, das Gelbkörperhormon, ist jetzt ganz oben geblieben und versorgt jetzt klar diese Blastozyste und die Schleimhaut bleibt erhalten, wird nicht abgestoßen und jetzt kann die Schwangerschaft eigentlich so richtig beginnen. Als kleiner Nebenfakt vielleicht noch ganz interessant, von diesem 2-Zell-Stadium am Anfang bis zu dem 16-Zell-Stadium ändert sich die Größe dieses gewordenen Embryos gar nicht. Denn diese Zellen, die sich da teilen, werden natürlich auch dadurch, dass sie sich teilen, immer kleiner. Das heißt, von außen gesehen, wenn man es sehen könnte, würde sich die Größe gar nicht verändern am Anfang. Als nächstes kommen wir dann zum nächsten Schritt der Implantation, also der Einnistung. Wir haben jetzt also diese Schichtung in, für alle Studenten, Embryoblast und Trophoblast. Und dann schlüpft dann endlich diese Blastozyste aus einer Zona pellucida, heißt die. Ist jetzt total unwichtig für alle, die nicht Medizin studieren und nistet sich ein. Jetzt ist also der Moment gekommen, wo sich die befruchtete Eizelle von einst in die Gebärmutterschleimhaut richtig hereinfrisst und einnisten kann. Auch hier gehen jetzt wieder ganz viele Differenzierungsschritte von diesem Embryo aus, der sich da heranentwickelt. Ich möchte euch damit nicht quälen. Das hat ganz viele verschiedene Namen. Wichtig ist nur, ein Teil davon produziert jetzt selber auch Hormone, die das Zeichen für dieses Gelbkörperhormon sind, was wir schon mal angesprochen hatten, dass es weitermachen soll mit der Arbeit, dass also hier eine Schwangerschaft intakt ist und die weiterentwickelt werden soll. Also ganz, ganz wichtig, dass da so eine Rückkopplung ist, dass also der eine vom anderen weiß, hier passiert was, du kannst weitermachen und von oben kommt das Signal, okay, alles klar, verstanden, mach mal weiter da unten. Also das ist so ein Rückkopplungsmechanismus, der auch wahnsinnig gut funktioniert
und ganz, ganz wichtig ist. Deswegen hört man auch immer von diesem berüchtigten Gelbkörperhormon, weil genau das ist das quasi. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Das Hormon, was ich vorhin angesprochen habe, was dann vom Embryo ausgesandt wird, ist nichts anderes als das Beta-HCG. Und Beta-HCG, hat vielleicht die eine oder andere auch schon mal gehört, ist genau das, was man bei einem Schwangerschaftstest bestimmt. Aha, also sobald sich da etwas implantiert und Hormone produziert werden, kann man also auch schon bald nachweisen, dass man schwanger ist, weil genau dieses Hormon wird bestimmt. Am frühesten geht das natürlich im Blutserum, dass man da Blut abnimmt und guckt, da ist das am sensitivsten. Aber so ungefähr nach 10 bis 14 Tagen kann man auch schon mal diese Urinstreifen benutzen. Und deswegen sagt man auch immer, man soll so einen Schwangerschaftstest möglichst dann machen, wenn man seine Periode erwartet. Also am ersten, zweiten Tag seiner Periode, wenn man dann nicht angefangen hat zu bluten, kann man schon mal so einen Schwangerschaftstest machen. Sollte der negativ ausfallen, würde ich mir noch keinen großen Kopf machen. Muss man einfach später nochmal probieren, ob da was funktioniert hat. Manchmal braucht das doch ein bisschen, bis dieser Spiegel erreicht ist, dass der Urinstreifen das registrieren kann. Das Ganze, das haben wir eben schon gesagt, passiert ungefähr so am sechsten Tag. Also am sechsten Tag nach der Befruchtung nistet sich der Embryo ein. Und nach 2 Wochen kann man sagen, ist er komplett eingebettet, also von der Gebärmutterschleimhaut überzogen und alles ist fertig und bereit fürs Größenwachstum. Und das habe ich auch schon in dem Video für Schwangerschaftszeichen erklärt, es kann zu so einer leichten Blutung kommen. Und ich habe eben schon gesagt, dieser Embryo frisst sich quasi in die Gebärmutterschleimhaut rein. Das soll jetzt nicht heißen, dass das so ein Parasit ist, aber dabei kann einfach vorkommen, dass da mütterliche Gefäße, kleinste Gefäße eröffnet werden, dass es eine leichte Blutung gibt. Und wenn die sich dann irgendwo in der Scheide sammelt über Nacht und man steht morgens auf und dann kommt dann so eine leichte Blutung, dann hat man oft Sorge, dass jetzt das nicht funktioniert hat mit der Schwangerschaft. Aber es kann auch einfach sein, dass das so eine Einnistungsblutung war. So, das war die absolute Kurzfassung zur Befruchtung und Implantation, also Einnistung. Das ist hoch komplex. Wer alles Medizin studiert und das alles mal auswendig lernen muss, weiß, wovon ich rede. Ich habe jetzt versucht, das wirklich so ein bisschen anzureißen, dass man ungefähr weiß, wie das vonstatten geht, auch die zeitlichen Abläufe. Aber natürlich weiß ich, dass das nicht ganz genau ist. Ich hoffe, das Video konnte dir trotzdem helfen, so groben Überblick zu bekommen über den Vorgang der Befruchtung an sich. Wenn dem so ist, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal, adde mich auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen von mir. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Kindermachen. Bis dann, ciao.